die letzten Ballwechsel dieses kompletten Spiels sein, TV Hildburgstein gegen Erstnetz zu können. Björn Heggen schlägt da auf für die Kölner. Gegen Dennis Dickert. Der spielt sich dann zwei Matchspiele zum 3:1 und das wäre dann das 6:3 für die Hildburgsteiner. Karriere. Das war das letzte Spiel, das er gezählt hat. Wir gehen rein, Alter. Müsste rein theoretisch noch mal eine gelbe Karte ziehen. Was ist denn aber verkneift? Dann packen sie auch noch den Klassenerhalt. Verdient, beendet diese unglaubliche Schiedsrichter-Karriere. So, und wir orientieren uns wieder ein bisschen nach oben. Ich denke, es ist Zierda. Ohne die gelbe Karte. Tausend. Also, für den Mann in Schwarz, der mit dem heutigen Sonntag, 18. März 2018, seine Laufbahn als Schiedsrichter beendet. Während die Hipperer ihren 6:3 Erfolg feiern.